Guten Morgen zusammen. Hallo, mein Name ist Simon Rieser. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Impact Society. Die Impact Society ist ein Dienstleister, der gemeinnützige Einrichtungen in kaufmännischen Themen unterstützt. Wir haben uns selber erst im letzten Jahr gegründet. Wir sind jetzt gerade noch 6 Monate jung. Ich selber bin aber seit ungefähr 15 Jahren als kaufmännischer Leiter in gemeinnützigen Organisationen tätig, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ich habe BWL studiert, habe aber immer in der kaufmännischen Seite gearbeitet und genau, möchte heute mit dem Sebastian so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch in unseren Bauchladen der Tools Einblick nehmen lassen, die wir selber bei uns in der Arbeit nutzen. Dann stelle ich mich noch kurz vor, Sebastian von der IOS Tax AG, Steuerberatungsgesellschaft, selber Steuerberater und betreue insbesondere seit 2019 rein Non-Profit-Organisationen, insbesondere gemeinnützige Kapitalgesellschaften oder auch größere Vereine. Und auch seit 2009 beschreiten wir den rein, soweit es geht, digitalen Weg. Vielleicht gerne noch für euch zum Verständnis. Der Sebastian und ich, wir arbeiten auch mit unserem Angebot zusammen. Das heißt, von der Impact Society, wir machen Buchhaltungsdienstleistungen vor allem und arbeiten dann Hand in Hand mit der IOS Tax zusammen, die dann auch Jahresabschlüsse und die Steuerberatung machen. So, das zur Vorrede. Vielleicht vorab nochmal kurz der Hinweis. Wir möchten euch heute mehrere Tools zeigen, die wir selber im Alltag nutzen. Wir möchten ganz klar sagen, dass das hier keine Werbeveranstaltung ist. Also wir sprechen uns, ne, wir machen keine Schleichwerbung für einzelne Anbieter. Trotzdem geben wir natürlich unsere persönliche Einschätzung wieder. Also wir werden Empfehlungen aussprechen, die sind aber rein persönlich und nicht kommerziell oder sonst irgendwie interessiert, ne? Das ist einmal wichtig, so vorab zum Klarstellen. So, wir wollten, also es geht ja darum, digitale Tools anzugucken, die uns im Management von NGOs und dann auch im Controlling helfen. Und was uns klar geworden ist in der Vorbereitung, bevor man wirklich dann über die reinen Finanztools spricht, muss man einmal so ein bisschen über das Grundsätzliche sprechen. Das wird wahrscheinlich für viele oder einige von euch jetzt nichts Neues sein. Der Kurs hier, die Session richtet sich ja an Anfänger. Von daher haben wir noch mal ein bisschen versucht, wirklich am Anfang anzufangen. Ein wichtiger Hinweis. Fängt oben an. Ich weiß nicht, ob allen Stifter helfen bekannt ist. Das ist eine Plattform, über die man als gemeinnützige Einrichtung stark vergünstigte Software beziehen kann. Das ist ein Riesenvorteil. Also wir selber mit der Impact sind auch gemeinnützig und haben da einen kleinen Vorteil der IOS gegenüber, die nicht gemeinnützig ist, ne? Und wir können über Stifter helfen auch kostenlos oder fast kostenlos Software beziehen. Der nächste Bereich ist auch nochmal sehr interessant. Das sind Webseiten, über die ihr Software suchen könnt. Ich wollte vor allem die hier vorstellen. OMR Reviews finde ich sehr gut aufbereitet, wo man sich sehr schnell einen Überblick verschaffen kann, welche Software es auf dem Markt gibt. Es gibt, muss man an der Stelle auch sagen, es gibt so viele Softwaren. Hier zum Mindmapping zum Beispiel. Wir befinden uns jetzt gerade hier in dem Mindmeister, in dem ich präsentiere. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Bereiche. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Hinweis an der Stelle, das einfach auszuprobieren. Also manchmal sitzt man da auch und ist erschlagen über die Fülle der Angebote, die es gibt und weiß gar nicht, es gibt 10 verschiedene Programme zum Rechnungsstellen. Und man muss dann irgendwo auch einfach mal anfangen und dann auch Sachen ausprobieren und gucken, ob das passt. Es ist tatsächlich, euer Steuerberater ist immer ein guter Ansprechpartner, also besonders Kanzleien, die digital orientiert sind, um so ein bisschen eine Orientierung zu kriegen, welche Tools funktionieren und welche nicht. Übrigens, unsere Session ist sehr interaktiv gemeint. Wenn ihr Fragen zwischendurch habt, könnt ihr gerne fragen. Ihr könnt uns auch gerne unterbrechen, wenn ihr zu einem Tool ein bisschen mehr Infos haben möchtet, könnten wir da gerne dann auch im Einzelnen drauf eingehen. Ihr bekommt übrigens am Ende einer Einladung einen Link zu diesem Board und könnt dann hier auch nochmal selber ein bisschen rumstöbern. Sebastian, wenn du was ergänzen möchtest. Ich melde mich. Also wenn jemand Fragen hat, am besten kurz Handthemen, dass wir es dann schnell mitkriegen oder meinetwegen auch im Chat. Ich werde auch das Chatfenster offen haben. Eine Sache, die ich euch total ans Herz legen möchte, ist, dass ihr einen Passwortmanager nutzt. Ich selber arbeite mit LastPass und 1Password.
Die müsstet ihr oben die auch sehen, ne? Als Browser-Extension. Das macht euch das Leben wirklich viel, viel leichter, besonders wenn ihr die im Team nutzt. Es gibt eben auch das iCloud, den iCloud-Schlüsselbund oder bei Microsoft den Schlüsselbund. Ich bin ein totaler Fan von diesen Cloud-Lösungen an dieser Stelle, weil ich die im Team nutzen kann. Ich kann mich dann hier in meinem Fenster anmelden, habe einen Bereich, wir speichern unsere Passwörter hier, das ist alles sicher, das ist total abgesichert und ich kann dadurch dann eben auch mir so meine eigene Link-Sammlung aufbauen. Also ohne den Passwortmanager wäre ich total verloren und würde die ganzen Passwörter gar nicht mehr zusammenkriegen. Der nächste Hinweis ist, mit dem Browser würde ich euch auch empfehlen, dass ihr mehrere Browser nutzt, besonders auch ein, dass ihr trennt, besonders wenn ihr mit Notebooks arbeitet, was ja viele machen, dass ihr das trennt und einen Browser habt, den ihr für private Anwendungen nutzt und einen für dienstliche. Ne, weil es werden ja überall Bookmarks und Cookies gesetzt und so. Und wenn man das auf unterschiedliche Browser trennt, hat man da eine sehr gute Trennung auch in den Historien. Und eben bei dem Browser nochmal der Hinweis zu der Passwort Manager Extension. Die gibt es hier für beide, sowohl für LastPass als auch für OnePassword. Und das ist wirklich ist total hilfreich. Messenger-Dienste ist hier ein bisschen der Vollständigkeit halber mit drin. Ist, glaube ich, ein bisschen eine Selbstverständlichkeit und jetzt nicht so für das Finanzthema relevant. Das ist hier eine Notiz-App. Das möchte ich euch auch wirklich total empfehlen. Das macht es total hilfreich. Also das ist total hilfreich, sich selber zu organisieren und Notizen zu machen. Wenn man diese Apps nutzt, man braucht wirklich keine Papiernotizen mehr. Und ich glaube, an der Stelle ist ein Schlüssel zum papierlosen Büro. Also wenn ich das schaffe, meine Notizen in einer elektronischen Form aufzuzeichnen, ist das der erste Schritt dahin, dass ich wirklich mich vom Papier weiter entferne und über Cloud-Lösung eben auch device-unabhängig bin. Das heißt, ich habe die Notizen immer da verfügbar, wo ich sie gerade brauche. Sebastian? Ja, dazu natürlich, wenn man größer wird, reichen natürlich reine Notizen nicht aus. Es geht dann definitiv ins Dokumentenmanagementsysteme und da gibt es auch Cloud-basierte. Und je nachdem mit Anbieter, dass man wirklich in die komplette digitale Welt einsteigen kann, wo man dann alles auch ablegen kann, neben Notizen halt in ein richtiges DMS-System, beziehungsweise dann auch, ich glaube, das kommt noch in bestimmte Cloud-Dienste. Sehr guter Hinweis. Unsere Linksammlung wächst ja hier auch noch. Also ein DMS-System ist tatsächlich total hilfreich. Das fehlt ja in unserer Sammlung noch. Das werde ich noch mit aufnehmen. Ich weiß, dass es bei Stifterhelfen gibt es für Gemeinnützige das ELO-System. Das ist was ich mir selber mal anschauen wollte. Videokonferenzen, denke ich, brauchen wir heute auch nicht drauf eingehen. Der nächste Punkt ist eine Scanner-App. Das ist besonders fürs Handy gemeint. Wir arbeiten ja, es geht ja hier heute auch um vor allem um Buchhaltungsprozesse. Die Buchhaltung funktioniert ja mittlerweile auch digitalisiert. Das fängt immer mit der Digitalisierung des Beleges an. Und wir sehen das in der Buchhaltung sehr oft, dass die Belege, die bei uns ankommen, dass die Qualität immer schlechter wird, dadurch, dass dann mit dem Handy einfach Fotos gemacht werden und die einfach hochgeladen werden. Und das ist wirklich, um euren Steuerberater glücklich zu machen, ist eine ordentliche Scanner-App auf dem Handy, ist die Voraussetzung. Neben Scanner-Apps helfen natürlich auch klassische Scanner-Systeme. Da gibt es auch einige auf dem Markt, die auch insbesondere, wenn der Steuerberater mit Dativ arbeitet, auch mit Dativ zusammenarbeitet. Da gibt es eigentlich zwei große, die sich konkurrieren, so wie Scannerbox oder Scannerfabrik, die reine Scanner-Lösungen mit Softwareanwendungen schon haben. Ansonsten lese ich gerade, Adobe Scan ist auch gut. Das nutze ich persönlich auch, Adobe Scan. Ich selber nutze dieses Readl auf dem Handy. An der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis. Wir kommen hier unten dann auch nochmal auf die Kosten zu sprechen. Die guten Lösungen kosten dann am Ende des Tages irgendwann auch mal Geld. Also auch da würden wir so ein bisschen die Empfehlung für aussprechen. Wir müssen uns auf dem Weg in die Digitalisierung darauf einstellen, dass wir dafür auch Geld in die Hand nehmen.
Also besonders als Gemeinnützige, wo wir ja viel über Stifterhelfen kostenlos kriegen. Es ist nicht machbar, dass man alles kostenlos kriegt und man muss und sollte für die Digitalisierung tatsächlich auch ein Budget einplanen. Und zum Beispiel die Scanner-App, ich habe da keine gut funktionierende kostenlose gefunden. Und wir reden dann ja oft auch nicht über Riesenbeträge. Die App, die ich habe, die hat, glaube ich, da zahle ich, meine ich, so eine 10 € Jahresgebühr. Und habe wirklich super Funktionen, der schneidet mir dazu, der lichtet das nochmal aus. Das sind oft keine großen Beträge, aber diese Hürde im Internet, ne, über diese Paywall drüber zu gehen, ist ja dann doch manchmal so ein bisschen höher. Das gleiche gilt für den PDF-Writer. Wir haben das im Vorfeld besprochen mit Sebastian. Das Nonplusultra ist der Adobe-Writer, der leider kostenpflichtig ist und im Moment bei Stifterhelfen, soweit ich das überblicke, nicht verfügbar ist. Leider. Kostet so einer normalen Lizenz, was Sebastian, also wenn man nur den Writer nimmt, dann auch so 10 € pro Mitarbeiter pro Jahr, glaube ich, ne? Nee, pro Monat. Pro Monat. Adobe ist komplett auf eine Mietversion gegangen. Kaufen kann man es eh nicht mehr. Das ist alles in der Kreativcloud drin und ich glaube, es kostet sogar 13 € oder so pro Monat. Und dazu, ja, ich glaube, um die 13 € kostet rein der Adobe DC. Der FineReader ist uns auch eine gute Alternative und als komplett kostenlose Variante, die ich auch selber viel nutze, ist PDF24. Was halt, muss man ganz klar sagen, eine Cloud-Version ist. Also ich muss meine Dokumente hochladen. Wenn ich eine OCR-Erkennung fahren lasse, na, dann passiert das in der Cloud und ich habe nicht wirklich eine vollständige Kontrolle dann, was mit den Daten da passiert. Der nächste Bereich, der total hilfreich ist und neben, aus meiner Sicht, neben den Notizen, die wir gerade schon hatten, der nächste große Step ist, um in Digitalisierung und papierloses Büro einzusteigen, sind die digitalen Unterschriften. Also wenn ich dafür keine Lösung habe, na, dann habe ich immer diesen Papierbruch, dass ich Verträge ausdrucke, händisch unterschreibe, wieder einscanne und zurückschicke. Und da gibt es mehrere Lösungen für. Es gibt vor allem die große Lösung DocuSign oder eine europäische Lösung. Wir kommen gleich auch nochmal auf den Datenschutz zu sprechen. Ein europäisches Produkt, Scribble. Sind aber beides Varianten, die kostenpflichtig sind. Simon, bei europäischen gibt es auch noch eins aus Deutschland, FPSign. FPSign ist, wer das noch kennt von früher, ehemals Franco-Typ. Mhm. Also diese schönen Porto-Maschinen. Ah, okay. An der Stelle schon mal hier die nächsten beiden Punkte, die kommen Datenschutz und Kosten. Datenschutz kostet, das ist mir bei DocuSign total klar geworden. DocuSign kriegen wir bei Stifterhelfen mit einer Jahreslizenz, glaube ich, von 89 €, also unter 100 €, also fast geschenkt. Das ist dann aber die Web-Variante, die über amerikanische Server läuft, wo, ne, eben klar ist, dass meine Dokumente, die ich dort hochlade, über amerikanische Server laufen. Also das ist nicht DSGVO-konform. Wenn ich die DSGVO-konforme Lösung haben möchte, bietet DocuSign dafür Verträge an und dann liege ich aber ganz schnell in einem Bereich von, bei 2 Mitarbeitern haben wir uns jetzt ein Angebot machen lassen, von knapp 1.000 € im Jahr. Ich glaube, bei DocuSign die Business-Version ist Mindestabnahme, also die gehen nach Umschlägen, DocuSign rechnet nach Umschlägen ab. Und ich glaube, mindestens 500 Umschläge muss man abnehmen, dass man in die Business-Version kommt und dann auf europäischen Servern liegt. Das ist übrigens bei allen ganzen Apps so, auch bei also bei DocuSign ist es so, bei Slack ist es so, bei Google ist es genauso. Man braucht immer die Business-Version und dann kann man die amerikanischen Server direkt rausnehmen. Das ist auch bei Zoom so. Aber die nehmen immer Mindestabnahmen. Also bei Zoom muss man mindestens 10 Lizenzen nehmen, dass man in den Genuss kommt und den amerikanischen Server abschalten kann und rein über deutsche oder europäische Server geht. Also Datenschutz bieten sie alle an, auch DSGVO-konform, aber nur in den Business-Lösungen. Und der Datenschutz an der Stelle, ne, der kostet dann und diese Kosten sollte man auch ganz bewusst einplanen. Ich finde das auch gerade für uns NGOs, finde ich das total wichtig, dass wir den Datenschutz an der Stelle beachten, ne? Und da wird es lebendig.
Also wir arbeiten sehr viel mit sensiblen personenbezogenen Daten, die wir zwangsweise von unseren Teilnehmenden oder Kunden oder wie auch immer auf unseren Servern irgendwie speichern. Und von daher ist das Thema Datenschutz an der Stelle, glaube ich, total wichtig. Genau, deswegen haben wir dem auch hier ein bisschen einen größeren Abschnitt gewidmet, dem Datenschutz. DSGVO ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Die DSGVO wurde 2018 eingeführt, stimmt das? 2019? Ich weiß nur noch im Mai. Es ist lange her. Ja. Ich glaube, es war 2018, 2019. 2018. Ich meine Mai 18. Und die hat wirklich nochmal die Bedeutung von dem Datenschutz in einer digitalisierten Welt total hervorgehoben. Ne? Es sind ja auch, sind mittlerweile empfindliche Strafen da auch im Umfeld, wenn man da nicht drauf achtet. Und alleine aus dem Anspruch, dass wir mit teilnehmerbezogenen Daten hantieren, ne, finde ich, wächst da auch die Verantwortung, Datenschutz ernst zu nehmen. Und deswegen darauf zu achten, dass wir unsere Services, ne, auf EU-Servern speichern. Also das ist der große Unterschied. Die ganzen kostenlosen Lösungen, die wir nutzen können, sind sehr oft, ne, laufen über amerikanische Server. Und dann habe ich keine Kontrolle über meine Daten. Wie gesagt, bei dem Beispiel DocuSign wird das sehr deutlich. 80 Euro die kostenlose Variante, 1.000 Euro die DSGVO-konforme Variante. Für die gleiche Leistung, die ich kriege. Also schlussendlich verschicke ich, ich nutze die gleiche Software. Aber es ist ein völlig anderes Pricing dahinter. Ganz wichtig ist uns die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eure Apps. Wird mittlerweile ja auch von vielen Apps zwangsweise schon vorgegeben, dass ich mich ohne mein Handy gar nicht mehr anmelden kann, um eben sicherzustellen, dass es keine Fremdzugriffe gibt. Ist, glaube ich, heute zum Glück so ein bisschen auch Standard geworden. Die nächste Empfehlung ist der Datenschutzexperte. Das ist eine Website, die ich selber nutze, die ich auch wirklich toll finde. Hier kann man sich einen externen Datenschutzbeauftragten einkaufen, der ein standardisiertes Produkt bietet. Und Datenschutz ist für mich prädestiniert für eine standardisierte Lösung von der Stange, wo was vorgefertigt wurde, wo die Verfahrensverzeichnisse müssen ja erstellt werden, diese technisch-organisatorischen Maßnahmen und sowas. Und das sind Standardprozesse. Und das Tool hier ist wirklich total hilfreich, da den Überblick zu behalten und effizient und mit möglichst wenig Zeitaufwand diesen Anforderungen zu entsprechen und die Prozesse, die man dann selber im Unternehmen hat, hier einzupflegen. Die Kosten, also wir nutzen Datenschutzexperte selber als unseren Datenschutzbeauftragten, den man ja ab 10 Mitarbeitern haben muss, ne, das ist vorgeschrieben. Und die Kosten liegen irgendwie auch in so einer Größenordnung. Also man kann dann meistens irgendwie einen NGO-Rabatt raushandeln und die liegen in so einer Größenordnung von 1.500 Euro im Jahr. Der nächste Punkt, der wahrscheinlich nicht allen bekannt ist, was der Datenschutzexperte immer wieder vorschreibt, was wichtig ist, dass besonders bei den Notebooks, dass man eine Festplattenverschlüsselung macht. Notebooks können verloren gehen, die können geklaut werden. Und wenn da keine Festplattenverschlüsselung drauf ist, ist das für jemanden, der mittelmäßige Fachkenntnisse hat, leicht an die Daten ranzukommen. Mit der Festplattenverschlüsselung ist das fast ausgeschlossen. Sebastian, ihr nutzt das auch bei euch, ne? Wir nutzen es bei uns, wir haben aber auch ein komplettes Sicherheitskonzept. Also wir haben nicht nur Festplattenverschlüsselung, sondern direkt in ein, wie die Netzwerkanschlüsse sein muss, wie Passwörter sind, wie oft die gewechselt werden muss. Also wir haben wirklich letztes Jahr ein komplettes Sicherheitskonzept für uns erstellen lassen, dass auch, wenn ein Notebook geklaut wird, was passiert, wenn ein Diensthandy weggeht, was passiert. Und administrieren auch vieles über, was jetzt Updates und alles ist, alles über TeamViewer und verteilen darüber auch die kompletten Updates, dass die alle immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Ist natürlich dann auch gleich wieder ein Zusatzprodukt von TeamViewer. Den TeamViewer, den haben wir gar nicht mit drin, ne? Nee, also wir nutzen den rein. Also wir nutzen den auch natürlich die Business-Version wieder, weil wir in Teufelsküche kommen würden, wenn wir
uns als kommerzielles Unternehmen die private Version nehmen würden. Das würde ja zwar gehen, aber irgendwann kommt es raus und TeamViewer kriegt es auch mit. Das Gleiche gilt neben der Festplattenverschlüsselung natürlich, wenn man Daten übers Internet teilt, dass man die vorher auch verschlüsseln sollte. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. PDF 24 bietet eine sehr schlanke Version, um PDFs zu verschlüsseln. Das ist wirklich, ne, wenn man eine PDF verschickt, das geht total schnell. Man lädt das hoch, legt ein Passwort drauf. Also das ist wirklich eine kostenlose, schnelle Variante. Und die anderen beiden sind dann eher so die Profi-Varianten. Also Boxcryptor ist selbst ein deutsches Unternehmen und Boxcryptor verschlüsselt Daten, Dropbox, HiDrive, Google Drive, also alle bekannten Cloud-Dienste verschlüsselt er. Und dort brauchen beide, also beide auf, brauchen das Programm, also der ist verschlüsselt und der entschlüsselt und das läuft als separates Programm direkt mit. 7-Zip funktioniert ein bisschen anders. Das ist so, dass man die Daten, die man versendet, zum Beispiel an den Steuerberater, wenn ich meine Finanzdaten zum Steuerberater schicke für den Jahresabschluss, kann ich die über 7-Zip vorher in eine ZIP-Datei verpacken und wirklich sicher verschlüsseln. Also das ist auch eine sehr schöne Variante, wenn man Daten per E-Mail verschicken möchte, die sensibel sind, kann ich das über 7-Zip hier, glaube ich, sogar kostenlos. Freie Software, ja, genau. Ist Freeware, kann ich das auch datenschutzkonform per E-Mail verschicken, wenn ich es denn muss, ne, wenn ich nicht andere Varianten dafür habe. Zum Versenden von Daten kommen wir gleich nochmal bei einer Plattformlösung. Abschließend jetzt nochmal, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Kosten. Digitalisierung kostet und plant das nach Möglichkeit in euren Businessplänen mit ein, dass ihr da, das geht wirklich schnell in den vierstelligen Bereich pro Jahr, Kosten für Softwarelizenzen habt. Natürlich kriegen wir sehr viel über Stifterhelfen kostenlos, aber das hat auch seine Grenzen und besonders, wenn es in Richtung Datenschutz geht und Datenspeicherung, ne, dann muss man da einfach auch die Kosten für einplanen. Und ich erlebe das so, dass in Anträgen und Förderungen, die wir stellen, dass dieser Punkt auch anerkannt wird, ne, dass man da auch versuchen kann, dass man diese Kosten dann auch in seine Kalkulation mit reinrechnet. Wir haben hier eine Sammlung gemacht, die aus unserer Sicht wichtig ist, um NGOs zu managen. Zum Beispiel ist aus meiner Sicht Visualisierung total wichtig. Ich muss Organigramme zeichnen, ich muss Flowcharts machen, also ich muss irgendwie meine Ideen auch visualisieren. Das würde ich jetzt an dieser Stelle aus Zeitgründen aber überspringen, weil das nicht so Hauptthema ist, gehört aber zum Management auf jeden Fall dazu. Das Gleiche sind Projektmanagement-Tools, die unerlässlich sind, um sich im Digitalen zu organisieren. Würde ich jetzt für heute, glaube ich, auch überspringen. Wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, können wir da gerne noch mal reingucken. Die Wirkungsmessung, da ich jetzt gerade hier auf der linken Seite bin, das kann ich gerne euch noch mal an die Hand geben, weil ich da ein total tolles Tool habe. Und zwar Tola Data ist das. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist. Die sitzen auch in Berlin, also ist auch ein deutsches Unternehmen, arbeiten aber sehr stark international. Und die haben, wie ich finde, eine super Plattform entwickelt, um KPIs und Impact zu messen und man kann aus unterschiedlichen Quellen kann man Informationen hier einpflegen und dann auswerten lassen. Man hat eine Dashboard-Funktion, man kann Auswertung machen, man kann quasi eine öffentlich zugängliche Website auch erstellen, wo dann Interessierte auch die KPIs mitlesen können. Finde ich ein super Angebot. Also für wen das Thema Wirkungsmessung KPIs relevant ist, ne, den kann ich gerne Tola Data empfehlen. Ansonsten ist beim Thema Wirkungsmessung natürlich die Fineo Wirkungstreppe relevant, die wahrscheinlich den meisten bekannt ist. Tola Data geht ja aus meiner Sicht nochmal einen deutlichen Schritt darüber hinaus, weil die eine Software entwickelt haben, die KI-basiert diese ganzen Auswertungen macht. Besonders stark ist, um KPI-Hierarchien aufzubauen. Also wenn ich mehrere Standorte, mehrere Wirkungsfelder habe, dann können die das mit der Software kumulieren und auf unterschiedlichen Ebenen Auswertung liefern. Gut, den Bereich CRM, also Customer Relationship, würde ich jetzt auch ein bisschen überspringen. Ist natürlich auch total wichtig, dass ich mein Kundenmanagement mache. Aber ich glaube jetzt,
das Thema Finanzen und Personal ist dann gleich interessanter. Vielleicht hier noch den Hinweis. Es gibt die Fundraising Box. Das finde ich eine sehr schöne Lösung, das ist eine Kombination aus Kundenmanagement und Spendenmanagement. Also ich kann hier einen Bank-Sync einbauen und dann meine Spendenkontakte einpflegen und über diese Box kontrollieren und tracken, wie die Spenden reinkommen und automatisiert Spendenquittung erstellen und so weiter. Also das an der Stelle, ne, das ist eine schöne Möglichkeit für spendensammelnde Organisationen. Das andere auch nochmal, was auch ein bisschen so eine kleinere Lösung ist, ist die Outlook Infodesk. Das Interessante daran ist als Lösungsansatz, dass das in Outlook eingebunden wird. Das ist quasi so ein Add-on in Outlook. Man hat nicht die Cloud-Lösung. Die Daten sind bei einem selber gespeichert. Hängt davon ab, wie die eigenen Vorlieben sind. Also man hat sein Kontakte-Management dann eben an der Stelle, wo man auch seine E-Mails schreibt. Outlook Infodesk gibt es auch bei Stifter helfen. Also das nutze ich selber auch. Ne? Man kann es auch im Team nutzen. Es gibt auch Company-Lösungen. Ist an der Stelle eine sehr schöne Sache. Sebastian, was habt ihr als CRM-Lösung? Ist das auch in Datev angebunden? Wir selber nutzen, glaube ich, nicht mal eine wirkliche CRM-Lösung und bei Datev haben wir da auch keine. Ich glaube auch nicht, okay. Ist aber für Gemeinnützige schnell ein relevantes Thema, ne, weil es ja ganz schnell ist, dass man auch größere Anzahlen an zum Beispiel Spender hat, die dann jährlich, quartalsweise oder monatlich bezahlen. Und dann ist ohne eine Software das zu tracken, wird wirklich dann irgendwann schwierig. Also die Alternative, die es dann immer gibt, nee, das ist falsch, ist natürlich, ne, was wir dann alle kennen, dass man keine Software nutzt, sondern dass sich in Excel selber baut. Und das funktioniert am Anfang gut, stößt dann aber eben ziemlich schnell an Grenzen. Also entweder Excel oder viele Mandanten, die ich betreue, die nehmen Google Sheets und nehmen auch die Datenbanken im Hintergrund und bauen sich ihre kompletten Planungen und alles über Google Sheets. Gut, alles klar. Dann nochmal kurzer Sprung, bevor wir dann zu dem Personal und Finanzen kommen, zu den Plattformlösungen. Da haben wir jetzt natürlich, da haben wir die beiden großen Lösungen, Google und Microsoft. Wie ich das gerade wahrnehme, also Google hat auf jeden Fall Riesenvorteile für interaktives Zusammenarbeiten. Ich nehme gerade wahr, dass Microsoft 365 stärker genutzt wird, ne, weil man die ganze also das Office 365-Paket über Microsoft ja auch kostenlos beziehen kann und da das ganze Microsoft-Paket mit drin hat. Sind auf jeden Fall zwei. Und bei Microsoft gibt es eben auch die Möglichkeit, na, dass man das über europäische Server laufen lässt. Die andere Alternative, die nach meiner Erfahrung aber ein bisschen mehr IT-Kenntnis in der Organisation voraussetzt, ist, dass man sich löst von den beiden großen Anbietern und zum Beispiel Nextcloud nutzt. So wie ich das bisher wahrgenommen habe, ich bin jetzt auch nicht der Super-Techie, muss ich zugeben, ist das schwierig, wenn man im Unternehmen nicht jemand hat, der da ein bisschen IT-affin ist und die Administration übernimmt. Ist sicherlich ein spannendes Produkt. Ich würde mir das gerne auch mal näher angucken. Aber setzt eben, glaube ich, ein bisschen mehr Aktivität, ne, mehr eigenen Input voraus. Man hat dann ja, das läuft dann, man kann es auf einem eigenen Server laufen lassen, auf einer eigenen Hardware und dann hat man wirklich die Hoheit über seine eigenen Daten und hat trotzdem eine Cloud-Lösung. Das ist ja quasi so eine eigene Cloud, die man kreiert, über die man dann auch interaktiv zugreifen kann. Also finde ich vom Ansatz her auch ein total spannendes Produkt. Hattest du schon mit Nextcloud zu tun, Sebastian? Habt ihr das mal genutzt? Ich kenne es nur von Mandanten. Wir selber nutzen es nicht. Aber ich kenne es. Und habt ihr Mandanten, mit denen ihr über Nextcloud Daten austauscht? Nee, also Datenaustausch machen wir alle, die bei Google sind, über Google grundsätzlich oder Dropbox mit Boxcryptor oder WeTransfer. Das sind eigentlich so die üblichen.
So, dann sind wir nämlich hier dann auch schon bei dem Thema Data Sharing. Haben wir gerade angesprochen, WeTransfer, Dropbox, iDrive gibt es noch. Sind Lösungen, die eben, wenn man sie für sensible Finanzdaten nutzt, die eine Verschlüsselung voraussetzen. Das Thema, was wir eingangs beschrieben haben, also man muss eine gewisse organisatorische Voraussetzung erstmal schaffen, um solche Tools dann auch datensicher nutzen zu können. Tresorit ist noch eine Lösung, die ich da auch empfehlen kann, besonders wenn das Thema Datenschutz wichtig ist. Ich selber nutze es aktuell nicht, ist wahrscheinlich aber auch eine kostenpflichtige Lösung. Ne? Da ist man wieder bei dem Punkt, naja, dass man hier Nutzungsgebühren hat. Die ich an der Stelle nochmal zu dem Punkt Kalkulation, die ich natürlich dann in meiner Kalkulation auch ganz gut einrechnen kann, wenn ich in einer Wachstumsphase bin und steigende Mitarbeiter habe, dann kann ich kann ausrechnen, wie viel Lizenzkosten habe ich ungefähr pro Arbeitsplatz. Ja, und die kann ich dann pro Mitarbeiter pro Monat mitrechnen und dann sieht man auch, dass diese Kosten dann realistisch mitsteigen. Vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn ihr Projekte angeht, euch was Neues anschaffen möchtet, eine Fundraising-Box einführt oder ein DocuSign einführt oder was auch immer, ne, plant dafür Zeit ein. Das sind Prozesse, die nicht von heute auf morgen gehen, auch wenn die Tools einem wirklich viel Arbeit abnehmen und je größer die Anbieter sind, umso automatisierter funktionieren, sind das doch schnell Wochen bis teilweise Monate, je nachdem, wie groß das Projekt ist, bis so Projekte eingeführt sind. Also plant, wenn ihr so Projekte startet, bewusst Zeit für ein, plant auch Puffer ein, dass die Schnittstellen nicht automatisch funktionieren, dass das mit den Passwörtern nicht klappt und so, ne, dass ihr, wenn ihr solche Projekte macht, wirklich einen realistischen Zeitplan habt, auch für die Implementierungsphase. Das ist, glaube ich, total wichtig, um da Frust und negative Erfahrungen auch zu vermeiden. Also genauso wichtig, wie das ist, natürlich die Mitarbeiter auch im Vorfeld mitzunehmen und so, das ist ja auch klar. Aber eben die Einführung, das erlebe ich immer wieder, dass das Zeit kostet, die passenden Tools auszusuchen. Also die Recherche kostet Zeit. Deswegen fand ich hier dieses OMR auch wirklich hilfreich an der Stelle. Die Recherche kostet Zeit, die Vertragsanbahnung kostet Zeit, dann macht man Präsentationstermin, dann haben die keine, dann klappt das erst nächste Woche. Das sind wirklich Prozesse, die ziehen sich über Wochen hin. Gut, dann kommen wir zu unseren beiden Kernthemen. Personalmanagement und Finanzmanagement. Wo sollen wir anfangen, Sebastian? Ich glaube, Finanzen ist ein bisschen umfangreicher, beziehungsweise ist beides wichtig, beziehungsweise geht beides ineinander über. Genau. Fang doch am besten mit den Finanzen an, insbesondere wenn wir schon bei der Digitalisierung sind, dass wir natürlich Tools dafür nutzen, wie die beim Banking losgehen und bei der Liquiditätsplanung enden. Und da gibt es eine Menge und eine Menge entstehen auch im Moment. Manche gibt es länger, manche sind Start-ups, die aber ziemlich groß jetzt wachsen. Willst du oben mal anfangen? So, beim Banking, die klassische Variante ist ja, dass man das Banking über das Online-Banking regelt, haben ja alle großen Banken mittlerweile, ist ja klar. Das ist aus meiner Sicht am Anfang, wenn die Organisation noch kleiner ist, ist das völlig ausreichend. Sobald man größer wird und mehrere Überweisungen hat, ist das ganz schnell nicht mehr ausreichend. Also das ist keine adäquate Lösung, um seinen Zahlungsverkehr zu organisieren, weil es zu viel händische Arbeit macht. Von daher macht das an der Stelle total Sinn, eine Software zu nutzen für den Zahlungsverkehr. Es gibt hier die beiden Angebote, S4M ist von der Sparkasse, Proficash ist von der Volksbank und GLS-Bank-Gruppe. Wir arbeiten ja als Buchhalter mit der DATEV-Software. Die DATEV hat auch eine Zahlungsfunktion beinhaltet, die super gut funktioniert und fast automatisiert funktioniert. Also ich scanne die Rechnung ein und mit OCR liest DATEV mit einer Trefferrate von 80% die Informationen aus der Rechnung automatisiert aus und erzeugt daraus automatisch den Zahlungsvorschlag. Also besonders, ne, wenn man größer wird und mehr Zahlungsverkehr hat, vielleicht ne, auch die monatlichen Gehaltszahlungen werden dann automatisch eingestellt. Also das ist ein Bereich, wenn euer Steuerberater mit DATEV arbeitet, den ihr fast kostenlos mit einer kleinen Gebühr, die DATEV-Gebühr, die liegt so bei mit allem drum und dran vielleicht 20 € im Monat,
20 Euro sollte man rechnen. So ungefähr, ne? Ja, also ohne sonstige DATEV-Kosten. Also das, es gehen auch Auslandsüberweisungen und alles. Also und vom Verfahren, entweder EBIX-Verfahren oder Pintan-Verfahren, das DATEV-Online-Banking, das ist wirklich über Jahre echt top geworden. Ich nutze das selber. Ich mache den Zahlungsverkehr für 3 Organisationen und na, das ist damit super organisiert. Es gibt Zahlungsvorschlagslisten und wirklich zum großen Teil automatisiert. Wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr euren Steuerberater direkt ansprechen und das nennt sich DATEV Unternehmen Online. Das ist die Schnittstelle, die ihr benötigt. Und über diese Schnittstelle, also wir sind totaler Fan und Befürworter von DATEV Unternehmen Online. Über DATEV Unternehmen Online tauscht man mit dem Steuerberater Belege aus. Also der Kunde lädt dort die digitalisierten Belege hoch und der Steuerberater holt sich die und schickt dann über dem Weg auch wieder Auswertung zurück. Also zum Schluss, also es gibt viele Tools, die Sie davor nutzen können oder die davor genutzt werden können. Wichtig ist bei allen, dass wenn der Steuerberater DATEV nutzt, immer eine DATEV-Schnittstelle da ist und zum Schluss ist DATEV-Unternehmen online auch teilweise nur noch die Datendrehscheibe, über die wirklich der Zugriff erfolgt. Wenn wir zu anderen Tools jetzt hier gehen, wie bei Reisekosten, zum Beispiel Zirkula oder auch GetMoss oder bei Ausgangsrechnungen wie Billomat oder Fastbill oder digitales Kassenbuch etc. oder virtuelle Kreditkarten, Spendesk und GetMoss und Pleo, die haben alle eine DATEV-Schnittstelle und die DATEV hat derzeit, auf was man achten muss, unterschiedliche Schnittstellen. Das gibt Rechnungsdatenservice 1.0. Das ist rein nur Belegbilder und Beleginformationen. Wenn die so wie zum Beispiel Billomat als Rechnungsschreibungsprogramm schon die Rechnungsdatenservice 2.0 hat, bekommt der Steuerberater komplette Buchungssätze. Also das bedeutet, dass zum Schluss alles, was die Organisation selber schon macht und vorbereitet, der Steuerberater nicht mehr machen muss und dadurch natürlich Zeiten und auch Kosten eingespart werden können. Also man sollte immer bei den Tools gucken, welche Schnittstellen gibt es, mit was arbeitet der Steuerberater und wo kann man auf einen Nenner zum Schluss kommen, dass es für beide Seiten eine Win-to-Win-Situation wird. Es gibt auch auf der DATEV-Seite, datev.de, unten rechts, glaube ich, den sogenannten DATEV-Marktplatz. Und da sind alle möglichen Software-Tools, die irgendwie eine DATEV-Schnittstelle haben. Zum Beispiel, also wenn wir auch im HR-Bereich gucken würden, da gibt es 2 jetzt größere Anbieter, HRWorks und Personio, die eine DATEV-Schnittstelle haben. Personio an sich ist auch richtiger DATEV-Partner, also da die programmieren von beiden Seiten auf die DATEV-Schnittstelle, dass zum Beispiel Personaldaten übergeben werden, dass sowas wie Lohnzettel direkt in die digitale Personalakte kommen. Also genau bei Personalverwaltung ist, ich denke mal, Personio sagt auch allen was. HRWorks, die sind jetzt dabei, die Schnittstelle auszubauen, also Stammdaten geht schon. Haven HR hat gar keine DATEV-Schnittstelle. Also diese Tools hier, besonders Personio, ne, wir sind auch Personio-Partner, können wir an der Stelle auch offen sagen. Die machen einem das Leben wirklich leichter. Also bei Organisationen, ich würde mal so sagen, ab 20 Mitarbeitern macht das wirklich Sinn, hier die Kosten zu investieren. Personio bietet jetzt auch einen NGO-Rabatt an. Da hat man so pro Jahreskosten bei 20 Mitarbeitern von ungefähr 1.200 Euro. Bei Personio oder wie auch, wir hatten auch das andere auf der anderen Seite bei Finanzen, bei GetMoss zum Beispiel, sollte man eventuell den Steuerberater fragen, ob der selber Steuerberaterpartner ist von Personio oder GetMoss zum Beispiel. Und dann sollte das immer über die Partnerschaft laufen, weil darüber nochmals Sonderkonditionen über Sales-Team gehen kann. Wenn die Kunden selber direkt gleich über Sales gehen, können die Partner nichts mehr machen. Also wir selber sind Personio-Partner, wir sind MOS-Partner. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon das Siegel für LexOffice und für Zepdesk, weil also meine Mandanten arbeiten in den unterschiedlichsten Tools und wir sind da immer sehr offen, wie auch der Simon Rieser da sehr offen ist und lernen auch grundsätzlich immer wieder neue Tools gerne kennen.